Herzlich willkommen. Ein neues und ein weiteres Video von Savage Scooters. Wir reden heute über meinen Schatz. Über mein Custom-Projekt von 2019, 2020, über den Kuda. Damals habe ich ein Promotion-Video gemacht, also so ein paar Bilder gezeigt, aber nie wirklich erklärt, was mit dem Kuda ist. Das holen wir hier heute nach, weil mein Baby hat ein Update bekommen und das erzähle ich euch jetzt, was ich gemacht habe. Und ich würde sagen, natürlich steigen wir mit einem obligatorischen Pörnchen ein. Viel Spaß beim Video. So, ihr habt jetzt die Bilder auf euch wirken lassen. Es hat sich eine Menge getan am Kuda, aber fangen wir vielleicht am besten vorne an. Und ich erkläre euch mal genau, was ich an diesem Roller alles gemacht habe. Also die Idee zu diesem Roller entstammte von 2019 aus dem Oktober. Und zwar war ich dort am Salzburgring in Österreich und bin dort in Kontakt mit Christian Clerici gekommen. Christian Clerici ist ein bekannter Fernsehmoderator in Österreich und in Deutschland. Vielen von euch vielleicht bekannt aus dem Stocker-Rennen mit Stefan Raab. Und Christian Clerici war an diesem Tag dort und hatte seinen Barracuda dabei. Und dieser Barracuda ist mir sofort ins Auge gefallen und ich habe davor gestanden und habe nur gedacht, was ein geiles Auto, ey, Hammer. Und wir haben dann kurz uns unterhalten und ich habe dann so zu ihm gesagt, hör mal, hast du was dagegen, wenn ich dein Auto als Roller nachbaue? Und daraufhin hat er mich angelächelt und hat gesagt, ja, ja. Mach mal, kein Problem. Dann habe ich gesagt, ich müsste aber mal den Farbcode wissen, weil ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Und dann sagte er mir, dass es das Pitti Blue ist aus den USA. Und damit war eigentlich alles für mich soweit erledigt. Das heißt, ich habe dann jede Menge Fotos gemacht von dem Auto und bin dann nach Hause gegangen und habe mich mit der Crew, ich sag mal mit der Crew, zusammengehockt. Das ist die Vespa Christel und das ist der Christoph, mein Lackierer, der Tim Taylor. Und ja, wir hatten uns überlegt, wie kriegen wir das Ding am besten auf die Beine gestellt. So, und wenn ich die Vespa Christel gelassen hätte, wie er wollte, dann wäre das Ding noch abgespaceter geworden, weil der hatte so viele geile Ideen im Kopf, wo ich bis heute nicht weiß, wie wir die hätten umsetzen sollen, aber das wäre bestimmt irgendwie gegangen. Aber ich wollte ihn so klassisch wie möglich im 90s Racing Style haben und als Heckart. Und ich hatte da so ganz klar meine Vorstellung, wie ich das gerne bauen wollte. Er sollte traditionell angelegt werden, also ohne viel Shishi. Naja, gut, jetzt kann man bei der Lackierung sagen, er ist schon viel Shishi dabei, Kollege. Aber ich habe mir halt gedacht, ohne viel Shishi, ohne drumrum, Heckart, geile Lackierung, geiler Motor und dann machen wir das. Ja, so reifte das in mir und dann irgendwann haben wir angefangen zu bauen. Das Projekt hieß früher Riddick, ja, weil ich irgendwie
den Film mit Vin Diesel gesehen hatte und der Name packte mich irgendwie und ich habe gedacht, ich würde auf dieser Ebene was machen, aber das hatte sich dann schnell überlebt nach dem Besuch in Österreich. Ja, und dann ging das los. Dann hast du dir die ganzen Teile zusammengekauft. Ich hatte dann erst einen Rahmen mir besorgt, der wirklich katastrophal war. Den habe ich dann entlackt und sauber gemacht und festgestellt, da sind mehr Löcher drin als Rahmen. Und dann habe ich den Ulf vom Scootercenter gefragt, sag, ey Ulf, ey, boah, wir müssen irgendwas finden. Und Ulf hat dann nochmal in seiner Kiste gekramt und hat mir dann noch einen Rahmen besorgt, weil so ging es dann echt nicht weiter. Ja, und dann habe ich dann angefangen, habe den Rahmen vorbereitet und bin dann irgendwann mit dem Rahmen zu Christel gegangen. Und dann haben die Christel und ich uns da hingestellt und haben ein bisschen Brainstorming gemacht. Und wenn wir brainstormen, dann wird es echt immer abstrakt, aber das war sehr, sehr geil. Und haben uns dann so ein paar Ideen zusammenlaufen lassen und ja, haben uns dann alles aufgeschrieben und dann ging das auch schon los. Und dann haben wir die Backen bearbeitet, den Rahmen bearbeitet. Und dann hatte ich gesagt, ey, der hat so einen geilen Spoiler, da muss noch so ein Spoiler drunter. Ja, kein Problem, baue ich dir. Und dann habe ich gesagt, ja, wie willst du denn Spoiler? Bah, kein Problem, mache ich dir. Und Christel ist ein unfassbar kreativer Mensch. Ich liebe diesen Typen echt ohne Ende, weil er einfach eine herrliche Euphorie hat und ein so tolles handwerkliches Geschick. Ich kann zwar Motoren bauen und so weiter, aber so diesen kreativen Part, wenn ich so einen Spoiler gebaut hätte, hätte der ausgesehen wie ein Fahrrad, was tödlich verunglückt wäre. Also da bin ich ganz froh, dass ich so Leute an meiner Seite habe, die mir da helfen. Und ja, dann haben wir angefangen zu bauen und dann habe ich dann parallel mit dem Christoph gesprochen und habe gesagt, ey Christoph, ey, wir müssen was lackieren. Ja, kein Problem, machen wir schon. Und dann kam ich mit der Idee rum und dann guckte der mich wirklich mit versteinertem Blick an und sagte, dein Ernst? Und ich sagte, ja. Das ist mein Ernst. Oh. Und dann hat er gesagt, Alter, weißt du, wie lange ich dafür brauche? Ich sag, nein, aber ist mir egal. Ich will, dass jeder Aufkleber auf dieser Karre muss lackiert sein. Und ich möchte es nicht geil haben. Ich möchte es, dass es so Raw-Style ist, also ein bisschen garagenmäßig. Da dürfen Fehler drin sein. Da darf auch mal ein Sprühnebel hier und ein Sprühnebel da sein. Das soll nicht so 1000%ig sein. Das soll ein 90s Racing-Ding werden, wie wir das früher in den Garagen gebaut haben. Und da hattest du halt nicht die besten Voraussetzungen. Und dann sagt er zu mir, also du willst, dass ich dir jeden Aufkleber drauf lackiere und ich soll auch noch unsauber arbeiten. Naja, sag ich, ist nicht schlimm, wenn mal was unsauber ist. Ich sag, das ist genau so. Der muss nicht perfekt dastehen, sondern der soll authentisch sein. Wirklich authentisch, gefühlt aus den 90ern und ein ganz klassisches Design. Die Lackierung hat 7 Monate gedauert und ich glaube, Christoph war danach recht unentspannt, weil das Maskieren und alle, die so ein bisschen was mit Lackierung zu tun haben und die wissen, was mit Airbrush einhergeht, da habe ich wirklich viel von ihm verlangt und da bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich und ganz, ganz demütig. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, weil der Roller hat einfach einen wirklich wundervollen Charme und ich glaube, dass es das auch ausmacht, dass man das auch sieht, dass der halt nicht geklebt ist, sondern lackiert ist. Ja. Ja, und dann ging das los, die Komponentensuche. Ne? Ich wusste, ich wollte eine kürzere Gabel vorne drin haben. Der musste tief sein, der musste richtig low sein. Hab dann die Gabel tiefer gelegt vorne mit dem klassischen Cut. Also die Gabel gekürzt um 6 cm, den BGM PK Sportdämpfer rein. Dann das S&S Tieferlegungskit für den Stoßdämpfer oben noch verbaut. Kotflügel ausgesetzt. Und das Ganze so tief wie möglich an die Erde gebracht, aber immer noch mit einem guten Federungskomfort. Dadurch, dass wir den PK-Dämpfer verbaut haben und die Gabel entsprechend gekürzt haben, ist der Nachlauf auch nicht so wahnsinnig groß verändert worden. Natürlich hat sich der Nachlauf ein bisschen verändert, aber es ist immer noch geil fahrbar. Das Einzige, wo es ein bisschen ungemütlich wird, ist, wenn du bei höheren Geschwindigkeiten ganz kurze Schläge hast, weil der Stoßdämpfer keine Zug- und Druckstufenentlastung hat, sind kurze, schnelle Impacts in den Dämpfer bei schneller Geschwindigkeit unangenehm, weil der Lenker kurz anfängt zu flattern. Wenn du weißt, was kommt, ist das nicht das Problem. Aber wenn du nicht weißt, was kommt, könnte das unter Umständen vielleicht ein bisschen für so einen Aha-Moment sorgen. Also wer so 100, 110 mit dem Ding hier dann fährt und überfährt eine ganz kleine knackige Bodenwelle oder ein Stück Holz auf der Straße, wo es BAM kurz macht, da wird der Lenker ganz kurz unruhig. Aber der fängt sich dann auch sofort wieder und lässt sich dann auch sehr, sehr gut fahren. Durch die gekürzte Gabel ist er sehr agil, lässt sich in den Kurven sehr, sehr schön bewegen, auch mit dem 130er Reifen hinten auf der Hinterachse. Und ich bin schon mit vielen Leuten gefahren, also die
mitgefahren sind, können das auch bestätigen. Der hier, der kriegt immer nur hart in die Fresse. Weil das war mir ganz wichtig. Ich wollte nicht, dass dieser Roller ein Stirömchen wird, also dass er nur steht und Show und Shine ist, sondern der sollte gefahren werden und der sollte benutzt werden. Und der sollte so benutzt werden, wie jeder andere Roller auch. Er hat auch schon ein paar Spuren davon getragen. Hier ist ein bisschen Lack ab, da sind Kratzer dran, da sind Beulen dran. Ja, ist normal, aber dafür wird er halt bewegt. Und ich habe dann mir überlegt, wenn ich vorne eine Scheibenbremse habe, ich will aber die traditionelle und optische Lösung, wie sie früher war. Und da kam dann Motorino Diavolo um die Ecke und hatte zufällig gerade eine Bremspumpe entwickelt, die unter den Lenker passte. Oder unter die Lenkerabdeckung. Und deswegen sieht man auch an dem Lenker keine Bremspumpe irgendwo rumhängen, sondern die ist unter der Lenkerabdeckung versteckt. Und ja, man hat da die Möglichkeit, die cleane Optik der PX zu behalten. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben das PX Alt mit dem PX Lusso Design verbunden in der Abdeckung. Das heißt, wir haben den Mittelteil wegen dem Lusso Tacho, den Mittelteil von der Lusso genommen und die Außenseiten haben wir von der PX Alt genommen. Die hat der Christian dann zusammengefügt und ich habe dann den Lusso Tacho eingebaut. Der Lusso Tacho ist verändert, den habe ich komplett lichttechnisch auf LED umgerüstet. Also das heißt, ich habe alle Lampen raus und habe mir überall LEDs eingebaut und habe die ganze Verkabelung, Verdrahtung so gemacht, dass der halt also auch wunderbar funktioniert. Da sieht man jetzt auch was, wenn es dunkel ist. Ne? Getönte Scheibe drauf gemacht, das ist alles ganz clean. Leider ist mir bei einer der ersten Fahrten, da habe ich mal Kette gegeben und wollte mal wissen, was geht. Und durch das etwas kleinere Vorderrad, ich habe einen 110er Vorderreifen drauf, der Tacho läuft ein kleines bisschen schneller, ist mir dann die Tachonadel auf der Rückseite von dem Pin abgebrochen. Und der Kevin aus Hamburg war so nett und hat mir dann noch einen neuen Tacho zugeschickt, sodass ich dann den Tacho nochmal aufmachen musste, nochmal reparieren musste. Ich habe ihn dann gleich nochmal genullt. Also der hat jetzt 650 Kilometer knapp mit dem Tacho auf der Uhr und vorher hatte der auch knapp 300 Kilometer auf der Uhr. Also er hat jetzt ungefähr 1000 Kilometer gelaufen in den letzten anderthalb Jahren. Ja, tachomäßig war es das. Die Schalterbatterie habe ich komplett benutzt, wie sie original ist, habe sie aber auch umgebaut auf Gleichstrom. Und was ich mir halt besonders habe einfallen lassen, ist, dass das Zündschloss aus der Lenksäule verschwunden ist und im Zündschloss selber sitzt jetzt der Choke. Ne? Also wenn man jetzt das Zündschloss vermutet, das ist da nicht mehr, wo es ursprünglich bei einer PX ist, sondern das ist jetzt im Mitteltunnel. Ich habe da den Choke eingebaut. Ja, Handschuhfach ist komplett gleich geblieben, ist alles wirklich ganz traditionell gehalten. Kotflügel ist auch vorne von der PX, auch alles original, so wie es sein sollte. Spiegel ist ein BGM-Spiegel dran, auch da nichts Wildes. Fußleisten gepulvert, ich habe viel gepulvert. Der erste Motor, der drin war, war ein 221 Malossi Sport mit 26 PS knapp und 27, 28 Newtonmeter. Der ging schon ordentlich, der ging gut nach vorne, war ein SE. Und ich hatte mir tatsächlich eingeredet, ja, das reicht. Ne? So für Daily und so, das macht Spaß. Und habe dann dummerweise meinen Quattrini-Motor verkauft und den Roller gleich dazu an meinen besten Freund, den Andi. Und habe dann festgestellt, scheiße, das ist ja doch doof, wenn der Quattrini weg ist. So, jetzt hatte ich keinen Quattrini mehr. Und dann habe ich mir halt überlegt, jetzt für diese neue Saison, die ansteht, mir hier wieder ein Quattrini einzubauen. Komme ich aber gleich zu. Die Sitzbank, die ihr seht hier, die hat der Sitzbankdoktor gemacht. Ich habe dem Sitzbankdoktor die Bank hingelegt und gesagt, ey, lass dir was Geiles einfallen, du hast völlig freie Hand. Es war ein bisschen tricky, das Kunstleder zu besorgen, weil das Kunstleder sollte auch Pitti Blue sein. Ich weiß nicht, wo er das hergeschleift hat. Ich glaube, der hat es irgendwie sogar aus Amerika bekommen. Aber ich wollte halt unbedingt was mit Pitti Blue und auch mit der Nummer drauf, mit dem Stick und so weiter. Das hat dann alles gut funktioniert. Es sind drei verschiedene Ledersorten, will ich nicht sagen, aber drei verschiedene Bezugsorten drauf. Das ist einmal so ein geflochtener Stoff. Und auf der Mittellaufbahn hat er dann ein Reifenmuster drauf gestickt, was sehr, sehr geil ist. Also auf der Mittellaufbahn ist ein Reifenmuster drauf gestickt. Da fragen mich die Leute immer, wie hast du das denn gemacht? Aber das war der Sitzbankdoktor, der mir da diese schöne, clean Optik und dieses schöne Sitzbänkchen gemacht hat mit der entsprechenden Bestickung. Ja, Backen haben wir gecuttet. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Das Heck haben wir gecuttet. Was ich dann noch verbaut habe, weil mir das ganz wichtig war, ich wollte die Blinker irgendwie unterbringen. Und zwar sollte das eine geile Lösung sein. Und dann habe ich mir von Heinz Bikes, von so einer Harley-Firma, die also speziell für Harley die Teile fertig, diese Blinker besorgt, was sehr, sehr schwierig war, weil die normalerweise nur an
Harley-Kunden mit Fahrzeugschein ausliefern. Zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Vielen Dank nochmal an Heinz Bikes, dass ihr mir dennoch ermöglicht habt, diese Blinker zu verbauen. Also vorne sind die Heinz Bikes Blinker drauf und hinten die Nummernschildplatte mit Beleuchtung ist auch drauf. Ja, dann kommen wir zum Motor. Wie gesagt, der erste Motor war ein 210er Malossi Sport und jetzt ist was anderes drin. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal an den Prüfstand. Und dann gucken wir mal, was ich gebaut habe. Ich weiß es selber noch nicht. Er war noch nicht auf dem Prüfstand. Ich mache das Video jetzt, also Zeitblase. Ich mache das Video jetzt, ohne zu wissen, wie viel PS wir haben. Ich könnte jetzt enttäuscht tun oder überrascht tun. Ich weiß es aber noch nicht. Ich hoffe, dass es über 30 sind. Vielleicht, wenn es geil läuft, sind es auch 40. Aber wir springen jetzt mal zum Prüfstand und dann schauen wir uns das mal an. Ich glaube, das reicht für die Saison 2023, oder? Boah, ich finde, damit kann man mal loslegen, oder? Ja. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ihr habt es gesehen? 44,4 PS, eine Schnapszahl. Und Drehmoment haben wir auch satt vorhanden. Ist das geil oder ist das geil? Also, wir sehen. Wir können nächste Saison fahren. Ich freue mich.
Ja, Männer, habt eine gute Zeit. Das war's vom Kuder. Ich gehe mich jetzt besaufen. Tschüss.